Friede sei mit euch. Ich sende Ihnen und euch liebe Grüße aus dem Gemeindesaal der St. Matthä-Gemeinde in Gronau. Mein Name ist Susanne Richter und ich bin hier Pastorin. Eigentlich herrscht hier pralles Leben. Jeden Tag in der Woche treffen sich Gruppen. Die Bibelstunde, die Kantorei, der Kinderchor, der Seniorenkreis, der Malawi-Kreis, der sich für Afrika engagiert, Frauenfrühstück und nun Stille an jedem Tag. In der Corona-Krise dürfen keine Veranstaltungen stattfinden. In dieser Stille fühle ich die Menschen, die hier sonst ein- und ausgehen, und ich fühle sie als eine große Gemeinschaft, die geleitet wird von ihrem guten Hirten. An dieser Wand hängt mein Lieblingsbild im Gemeindesaal mit dem Hirten und seiner Herde. Die Szene wirkt idyllisch. In einer Hügellandschaft grasen die Tiere auf der grünen Wiese. Der Hirte stupst gerade ein Schaf an und der Stall, der lädt ein, da werden die Tiere in der Nacht Ruhe finden. Der Hirte und seine Herde, das ist das Thema dieses Sonntages. Er trägt den lateinischen Namen Misericordias Domini, das meint die Barmherzigkeit des Herrn. Barmherzig, armherzig, ein Herz für die Armen, ein Herz für die Unglücklichen, ein mitleidendes Herz, da steckt alles in diesem Namen. Solch ein Herz hat Jesus Christus für die Menschen. Er ist der gute Hirte. Dieses Herz, das voller Liebe zu uns schlägt, macht Mut und gibt Hoffnung in dieser schwierigen Zeit. Es sagt mir, wir gehören zusammen, auch wenn wir nicht leiblich dicht beieinander sein können. Und wir können uns durch kreative, fantasievolle Ideen gegenseitig helfen, trotz Distanz. Idyllisch ist das Leben des Hirten allerdings nicht. Bei Wind und Wetter hütet er seine Schafe. Vielleicht hat er manchmal überhaupt keine Lust, aber er tut es trotzdem. Die Schafe gehören ihm ja. Ein guter Hirte würde niemals seine Herde verlassen, denn das Entscheidende leitet ihn. Er hat eine innige Beziehung zu seinen Tieren. Er kennt jedes Einzelne. Er kann sie unterscheiden. Er liebt sie. Und sie hören auf ihn, denn sie hören seinen Lockruf. Seine Stimme ist's. Ein Hirte hat mir aber einmal erzählt, so einfach ist das nicht, Schafe zu hüten. Schafe sind nicht nur lammfromm. Sie versuchen auch, sagt er, mich als Hirten auszutricksen, und ich bin manchmal empört über ihre Dreistigkeit, wenn sie die vorgegebenen Grenzen überschreiten und woanders grasen. Das ist richtig Arbeit, sie zurückzubekommen, sie wieder zur Herde zu führen. Ich merke, ein guter Hirte hütet nicht als einen leichten Job. Er gibt sich der Aufgabe voll hin. Er handelt selbstlos und er gibt alles für die, die ihm anvertraut sind. In dem Bibeltext für den heutigen Sonntag wird von Jesus, dem guten Hirten, erzählt. Ich lese den Text aus der Guten Nachricht. Er steht im 1. Petrusbrief im 2. Kapitel. Ihr wisst doch, Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben. Bleibt auf dem Weg, den er euch voranging, folgt seinen Spuren. Von ihm heißt es, er hat kein Unrecht getan, nie ist ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen. Wenn er beleidigt wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er leiden musste, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern vertraute darauf,
dass Gott ihm zu seinem Recht verhelfen würde. Alle unsere Sünden hat er am eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen. Damit sind wir von den Sünden befreit und können nun für das Gute leben. Denkt daran, durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr auf den rechten Weg zurückgebracht worden und folgt dem Hirten, der euch leiten und schützen wird. Ein Hirte bei Wind und Wetter. Raue Haut, karges Leben, Kratzer und Stiche, alles nimmt er auf sich, um seine Tiere zu retten. Mit festem Willen geht er ihnen voran oder hinterher. Er trägt seinen Hirtenstab bei sich, um die Herde zusammenzuhalten. Jesus geht noch weiter. Er gibt sein ganzes Leben hin am Kreuz, ohne sich mit Gewalt zu wehren, damit seine Liebe das letzte Wort behält. Wie ein Hirte seine ganze Kraft einsetzt, um die Herde vor räuberischen Tieren oder auch Menschen zu schützen, so setzt Jesus sein Leben ein, um sie, um dich, um mich vor der zerstörerischen Sünde zu retten. Er begleitet uns als guter Hirte in unserem alltäglichen Leben. Es lohnt sich, darauf zu vertrauen. Tag und Nacht ist er als Hirte tätig. Ruhe gibt es für ihn nicht. Bei jedem Wetter oder nennen wir es die Umstände, in denen wir uns befinden, ist er bei uns. Geht es uns gut, wacht er über uns und lässt es zum Guten dienen. Sind wir äußerlich bedrängt? Haben wir Ängste durch Krankheit, wie jetzt in der Corona-Krise? Dann nimmt er sich unser als Hirte an, damit wir ruhig werden und es tragen können. Geht es uns innerlich nicht gut, dann kümmert er sich um uns, damit wir wieder zu Kräften kommen. Befinden wir uns auf falschen Wegen, dann geht er uns nach, damit wir wieder zurückkehren. Jesus Christus möchte eine persönliche Beziehung zu uns. Und wir können das, was er für uns getan hat, persönlich für uns annehmen. Ich glaube fest daran, in der Beziehung mit Jesus hat Schuld keine Macht mehr über mich. Sie wird mir vergeben. Jeden Tag aufs Neue. Ich kann befreit für das Gute leben. Für das Gute Leben. Nun, mein Beruf Pastorin bedeutet genau das Hirtin sein mit Jesus als Vorbild. Also will ich mir den Hut aufsetzen. Aber wir können uns alle Jesus als Vorbild nehmen. Für das Gute Leben. Da gibt es ganz tolle Beispiele, gerade jetzt in dieser von Corona getroffenen Zeit. Da stellt jemand eine Einkaufstüte vor die Tür. Oder bei der Essensausgabe für Bedürftige helfen. Oder vor dem Altenheim mit einem kleinen Chor singen. Telefonseelsorge wird von der Kirche angeboten. Konfirmanden schreiben Gebete. Die Natur erwandern und die Schöpfung genießen und sich vornehmen. Wir wollen die Schöpfung bewahren. Spenden für Künstler oder auch für Afrika, das besonders unter dieser Krise zu leiden hat. Es gibt so viele kreative Ideen und sie werden von vielen umgesetzt. Und nun bin ich gespannt und ich bin so voller Hoffnung, ob dieses Miteinander auch nach der Krise bestehen bleibt. Das ist mein Traum. Ich habe diesen Traum, dass wir zusammenbleiben. Lasst es auch euren Traum sein. Tragen wir gemeinsam dazu bei, dass dieser Traum Wirklichkeit wird und wir eine gute Gemeinschaft
bilden. Amen. Und nun möchte ich euch mitnehmen. Wir gehen noch einmal in die St. Matthäus-Kirche. Ich möchte dort ein Gebet mit uns allen sprechen. Ich habe ein gutes Gebet gefunden. Es stammt von Johannes Hartel. Er ist der Leiter des Gebetshauses Augsburg und es ist genau auf die Corona-Krise abgestimmt. Herr, wir bringen dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. Bitte tröste jene, die jetzt trauern. Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie, den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. Wir beten für alle, die in Panik sind, alle, die von Angst überwältigt sind, um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht. Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten. Guter Gott, wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. Berühre du Herzen mit deiner Sanftheit. Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass Normalität wieder einkehren kann. Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist, dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können, dass du allein ewig bist, dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt. Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. Wir vertrauen dir. Danke. Amen. Nun wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag und eine gute Zeit. Bleiben Sie behütet und soweit gesund.